aber die Leute ficken Hip-Hop seine Mutter, Bruder. Die Leute ficken Hip-Hop seine Mutter. Ich höre mich jetzt, ich kann mich anhören wie Torch, Bruder. Aber ich schwör, der Nigger hatte recht. Damals haben wir gesagt, du rippst wie Torch. Der Nigger hatte... Ah, Torch ist Motherfucker, Bruder. Nigger was keine right, Bruder. Er denkt sich jetzt auch, wenn er das jetzt sieht, dann wird er denken, jetzt gibst du mir meine Props. Ja, aber, weißt du, man muss erstmal Weitsicht haben. Man muss erstmal die Weitsicht haben, ein gewisses Alter haben, ein bisschen spectaten on the shit. Mm. So, jetzt guck ich, Bruder, Nigger was keine right, Bruder. Die haben Hip-Hop gefickt, Bruder. Normal, die Musik ist geil. Die Musik wird teurer, edler, dies, das. Und es gibt starke Künstler. Schöne Grüße an Jamin. Jamin. Dieser R&B-Dude, kennst du ihn? Ja. Motherfucker, ja, Bruder. Ja, der hat jetzt Single rausgebracht, Bruder, Wochenende. Baby. Das ist stark. Stark, ganz stark. Hörprobe war schon geil auf Instagram. Motherfucker, Bruder. Motherfucker, gibt sehr viele geile gerade, Bruder. Wenn so einer kommt, dann freue ich mich, Bruder. Mhm. So, ich freue mich. Ich hab keine Prozent an denen, ich habe keine Anteile an denen, ich habe nichts von denen. Ich habe einmal mit ihm telefoniert, ich habe nichts an denen. Mhm. Aber ich power mit. Voll. Gefällt mir. Ja, Mann. So, das ist geil. Ich will auch einen raushauen. Checkt auf jeden Fall Elisa Loa ab. Auch krass, R&B. Wild? Sie singt krass, Bruder. Mhm. Check das auf jeden Fall ab, meine lieben Freunde. Musst du auch mal reinziehen. Bruder, wir haben auch eine neue Künstlerin, Bruder. Ich sag dir so, wie es ist, Bruder. Ja? I don't fuck around with this shit, man. Echt, ne? Ja, Bruder. I like that very much, man. So. Wo, ja. Von hier, oder? Ist auch von hier. Dreisprachig, man. Fuck, I like your boy. Ey, Grüße gehen raus an Malik Mo, Bruder. Ich schwör's dir, dreisprachig mal. So. Landsfrau. Wild ist, sie ist, ich kann nicht so viel. Kannst du nicht sagen? Sie sag, ich schneid. Sie hat auf jeden Fall eine wilde, kannst du ruhig drehen lassen. Sie hat ein wilder Mix, ne, aus Latino und Osttürkei, sagen wir es mal so. So. Total wahnsinnig. Ja. Oh shit, man. Oh shit. Wild. Ja, die Kombi ist auf jeden Fall sehr wild schon. Tanzen, dies, das, krass. Krass. Und Sängerin auch krass. Krass. Ja, deswegen, es gibt schon ein paar geile. Wen hast du noch so gerade auf dem Schirm? Gibt's noch irgendwelche? Also, Jammin ist geil. Lass mich nachdenken. Warte, lass mich auch mal überlegen. Jammin ist geil. Also, jetzt nur von den. Von den New, von ne? Von den New Guns, ja? Jammin ist cool. Es gibt noch einen, so einen Bruder. Wen haben wir noch, Aziz? Jammin ist sehr outstanding. Dann haben wir, 3 AM, wie heißt der Bruder nochmal? Hier, The Junior, genau, check mal The Junior ab. Ich feier den Bruder. 3 AM, neuer Song, vor 3 Wochen rausgehauen. The Junior, kennst du? Nee. Ich zeig dir kurz. Ich spiel mal nur so kurz rein. Der ist erst 18, 17, 18 so. Oder? Ja. Flex, also, Bruder, check it up, Alter. Theo Junior, wild. Dann haben wir Jones CM aus Berlin Wedding, auch ein schwarzer Dude, auch brutaler Sänger. Dann haben wir Young Mufasa, feier ich, hat Drip der Nigga. Wild. I don't front. Finde ich auch richtig geil. So. Young Mufasa, krass. Dann, Simba ist auch geil. Kennst du Simba? Simba ist auch krass, Digga. Hab ich von gehört. Der ist mit dem einen Shababs Botten. Pascha. Mit Pascha nimm. Einmal Start nochmal drücken, ist gerade ausgegangen. 30 Sekunden vorbei. Der Homie von Pascha nimm, genau. Ja. Simba heißt der. Okay, den check ich mal. Check it out, Bro, der ist geil. Warte, wen haben wir noch? Wen haben wir noch? Boah, es kommen gefühlt jeden Tag neue raus. Gibt's noch, Alter? Wen check ich gerade? Ami-Shit, was bist du bei Amis? Bist du Amis, Newcomer-Shit am Start? Nee, gar nicht mehr. Bei Amis bin ich raus. NLE Chopper? Nee, ich weiß nur, Summer Walker ist krass. Ja, Summer Walker, Ist krass. Und wie heißt die alte, die... I'm on it, you want it. Wie heißt die nochmal? Die ist halt auch irgendwie wild. Ist die auch so wie Summer Walker Style oder ja, was? So ja, mäßig. Ne? Ja, die sind so, das sind viele alternative Mädels, die gerade voll abreißen. So. Mit Haare unter den Armen. Ja,
Nein, aber ich find's geil. Was ich geil finde, ist, wenn du deren Profile abcheckst, so, die machen nicht auf Titten, Arsch, dies, das, bla, bla, bla. Die machen cool. Auf Lady so, die machen, cool. Auf, machen auf Alternativ so ein bisschen. Absolut cool. UK, UK gibt's auch ganz wilde, Dicker. Bruder, Abracadabra, checkst du? Nee. Wie? Kenn ich nicht. Hab ich jetzt. Du kennst Abracadabra nicht? Ne, mach den nicht hier an. Nee, ich weiß nicht, ob ich ihn kenne, weil ich habe sehr viele UK-Sachen gerade abgecheckt. Ich muss ihn gleich groß sein. Guck mal, Abracadabra, ne? Ist der Vater von Pop Smoke. Der Vater von Pop Smoke. So. So sogar? Der wird, wenn der es richtig macht, wenn die Leute um ihn rum es richtig machen, ne? Der wird internationaler Megastar. Krass. Abracadabra ist krass. Miss Banks, Bruder. Bruder. Was für eine Motherfuckerin, Bruder. Digga, so eine richtig eklige Stimme, so richtig geil, Bruder. Ivory Dolls kennst du? Nee. Motherfucker, Bruder. Krass. Bei den UK, die Namen, die habe ich noch nicht so auf mich schirm. Ja, Bruder. Wild, Bruder. Bizeps hat mich drauf gebracht, ne? Weil er ist in diesem UK-Film richtig drin, Bruder. UK sind die wildesten, was Drill angeht. Obwohl Frankreich, ich habe mir letztens auch einen neuen Franzosen abgecheckt, der auch relativ unbekannt ist. Da habe ich auch zum ersten Mal wieder so ein richtig ekelhaftes, geiles Gefühl innen drin gehabt. Ich muss sagen, dieser britische Akzent, ne, der war damals in unserer Jugend, war der sehr upturned. Weißt, obwohl, meine? Bruder, so Craig David damals, meine Mutter hat immer viel Craig David gehört, so. Mhm. Da war das schon auch cool so. War schon innen dieses Englische so ein bisschen. Ja, aber guck mal, du musst ja, bei Abracadabra ist das so, guck mal, der Typ ist Jamaikaner, richtig bomberklatt so, mit britischem Akzent, ne? Brutaler Stimme und so richtig G, Bruder. Krass. Und drillt alles tot. Krass. Wenn du ihn hörst, ist Feierabend, Bruder. Bruder, ich hab Bock. Du musst mir auf jeden Fall die Sachen, die du eben aufgezählt hast, die musst du mir auf jeden Fall zeigen. Zeig ich dir nicht alle. NLE Chapa kennst du nicht, wa? Das ist so ein 17-jähriger Nigger aus Amerika, der reißt gerade voll ab, Alter. Lil Baby hat Songs gemacht und so auch. Ja. Ne? Mhm. Wen feierst du gerade? Ami-Shit so? Bryson. Bryson ist mein Held. Bryson Tiller ist man. Ja, sein neues Album Anniversaries ist so. Ty Dolla sein Album ist auch krass, Digga. Ja, Ty Dolla sein ist auch krass. Aber ich höre, bei den Amis ist das so, die sind mir manchmal ein bisschen zu flach so. Aber bei Bryson, bei Ross, bei Ty hört man so, dass die sich noch wirklich was dabei denken, weißt du, wenn die ins Studio gehen und was machen, weißt du? Ja, ich bin ja eigentlich eher so der Oldschool-Nigger so, also ich habe immer nur Oldschool-Music gehört und so. Same here. 90s-Shit und so, du weißt ja. Aber ich mache jetzt seit anderthalb, zwei Jahren selber Musik, Bruder, und ich habe jetzt so seit zwei, drei Monaten bin ich gerade dabei, nur noch den ganzen neuen Stuff aus Amerika abzuchecken. Muss man. Ich muss schon sagen, so, die catchen mich schon mit ihrem Vibe und so. Man muss es einmal checken, man muss es einmal verstehen. So, wenn du es einmal gecheckt hast, dann merkst du schon, Bruder, mit den Flows und mit den Vibes, das ist schon heftig, was die machen. So. Okay, cool. Ich weiß, was du meinst mit der Tiefness so. Mhm. Ist nicht deep, Bruder? Du sollst damit aufhören. Geh mit aufhören? Das beruhigt dann. Ja. Das ist wie ein Stressball, Bruder. Die Deepness fehlt so ein bisschen, weißt du, wie ich meine? Wir hatten ja damals schon den, ich weiß, was du meinst, mit Migos und so, weißt du noch? Bruder, bei Migos bin ich raus, officially, Bruder. Bruder, die sind wild, Digga. Die sind einfach, das Bruder, sind, die sind die zwei oder drei? Digga. Da, guck mal, lass mich nicht fluchen, Bruder. Takeoff ist OG, Bruder, wenn du den nicht feierst, weiß ich auch nicht, Bro. Bruder, fuck him, Bruder, der soll Dings Pablo Escobar sein, Bruder. Der Nigger läuft mit Frauenhandtaschen rum, Bruder. Ich küsse sein Herz. So, Bruder. Der läuft mit Birkin. Aber das machen die doch alle, Bruder. Ich küsse sein Herz, Bruder. So, ich sehe doch Bad Bunny und so in Latino. Die machen doch auch, die lassen sich Fingernägel jetzt anmalen und so. Ja, fuck that shit. Feier ich auch nicht. Fuck that shit, Bruder. Nee, muss schon irgendwie ein bisschen so. Obwohl Bad Bunny float, Bruder. Der Bad Bunny ist ein Motherfucker, Digga. Aber J Balvin genauso. Weißt du? Aber bei Fingernägel. Bin ich einfach raus, Bruder. Mhm. Kann mir doch keiner übel nehmen, Bruder. Der beste Latino. Der beste Latino. Kommst da oben, Bruder. Bruder, der Bruder, warum mir eine Bescheid? Bruder, Semium eine Bescheid. War das Semium? Der beste Latino ist Ding, Bruder. Nicky Jam. Kennst du nicht Nicky Jam? Bro, gib dir die Dokumentation auf Netflix, Nicky Jam. Der hat damals mit Daddy Yankee zusammen angefangen. Ja. Die haben diesen Reggaeton-Latino-Film so krass hochgebracht, weißt du, ich meine so? Und haben das dann auch so international an den Start gebracht. Und da gibt es eine richtig heftige Dokumentation von den zwei, musst du dir geben. Gucken wir uns an, kein Problem. Nicky Jam ist krass. Nicky Jam ist krass. Das ist Nicky Jams Herz, holla. Ja, Mann. So. So. Ich weiß gar nicht, was. What's going on here, man? What's going on, Alter? Guck mal.
Was ging noch ab dieses Jahr eigentlich? Wir können auch so ein bisschen mal über das Jahr reden. So. Was ging bei dir ab? Wie war für dich das Jahr, wenn du es so Revue passieren lässt? 2020, Bro. War turbulent, ne? Oder?